Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, meine Meinung zum Film Tomb Raider, dem neuen. Wie ihr es auch da hinten als Poster seht, um diesen Film geht es heute. Meine Meinung zum neuen Tomb Raider. Ja. So, Freunde, jetzt komme ich zu meiner Meinung, wie ich den neuen Tomb Raider fand. Ja, ich muss sagen, ich fand den besser als die alten Filme mit Angelina Jolie, muss ich sagen. Jetzt werden sicherlich von euch, die meisten von euch sagen, die alten Filme sind besser und der neue Film ist schlecht. Ja, ich muss echt sagen, ich fand den neuen Tomb Raider echt richtig, richtig gut. Ja. Freunde, wie ist eure Meinung? Falls ihr den neuen Tomb Raider schon gesehen habt, ab in die Kommentare damit, ob ihr den besser findet oder die alten Filme mit Angelina Jolie. Ja. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, Freunde. So, Freunde, jetzt komme ich zu der ersten Schauspielerin und das ist Alicia Vikander. Ja, sie hat die neue Lara Croft gespielt. Man kennt Alicia Vikander noch aus anderen Filmen wie Ex Machina, The Danish Girl, Jason Bourne, Codename Uncle und noch aus anderen Filmen. Ja, Alicia Vikander hat ihre Sache als neue Lara Croft echt richtig, richtig gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Mir hat Alicia Vikander echt richtig gut gefallen in dem Film als neue Lara Croft. Ja. So, Freunde, jetzt komme ich zu meinem Fazit. Und ich gebe dem Film trotz schlechten Dialogen, die mir echt nicht gut gefallen haben, zwischen ihrem Vater und sie, aber auch zwischen, ja, eigentlich nur zwischen ihrem Vater und sie, muss ich sagen. Ja, trotzdem bekommt der Film aber von mir 7,5 Punkte. Mir hat der neue Tomb Raider echt richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ja, 7,5 Punkte, Freunde. Trotz der miesen Dialogen zwischen ihrem Vater und sie. Ja. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne den Daumen nach oben da. Über den Abo würde ich mich auch freuen. Das könnt ihr hier machen. Und da oben, Freunde, gelangt ihr zu meinem letzten Video. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein. Zockerboy, Game over. Ciao.